Dazu gehen wir einmal in den ersten Screen. So, da haben wir zum Beispiel jetzt hier unseren Credit Put Spread auf OXY. Und um jetzt hier zu definieren, wie viel ist der gesamte Gewinn oder Verlust, ist es völlig richtig, die Differenz aus den zwei Kursen dieser zwei Optionen zu nehmen. Das heißt, wir haben hier, fangen wir vielleicht beim Einstieg an, wir sind damals eingestiegen zu 1,26 bei dem Put auf 70, den wir verkauft haben, und den Put zur Absicherung, den wir gekauft haben, haben wir zu 60 Cent gekauft. Das heißt, das Maximale, was wir überhaupt als Gewinn hier bekommen können, wären die Differenz aus 1,26 und 60, sprich 66 Cent. Also mehr als diese 66 Cent, sprich dann 66 Dollar pro Option, können wir hier zum Ablauf nicht erreichen. Und um jetzt festzustellen, wie der aktuelle Gewinn ist, nehmen wir natürlich hier die Differenz. Das heißt, wir haben jetzt 13 Cent und hier 33. Das heißt, aktuell liegt das Ganze jetzt bei 20 Cent, wenn wir das Ganze schließen würden. Also müssen jetzt 20 Cent ausgeben. 63 Cent haben wir bekommen. Das heißt, es wären 43 Cent pro Put Spread, den wir hier Gewinn haben, sprich 43 Dollar. Wenn wir das jetzt mal Positionsgröße nehmen, sind wir 200, müssten es 215 Dollar sein. Das können wir jetzt einfach prüfen, indem wir hier die 465 nehmen und das subtrahieren mit den 235. Ja, das sind wir bei 420, also müssen wir hier ein kleiner 1 Cent Fehler irgendwo unterlaufen sein, aber das ist im Endeffekt 425, Entschuldigung, die 465 minus die 235 sind, ja genau, 230 Dollar, was jetzt der aktuelle Gewinn dieser Position anbelangt. Und jetzt müssten wir das einmal prüfen, ob das in der Option Station Pro ähnlich angegeben wird, weil es natürlich jetzt nicht sinnvoll, gerade wenn man auch dann andere Kombinationen handelt mit weiteren Optionen, dass man das immer hier ja, da sehen Sie, 230 ist genau das, was ich ausgerechnet habe. Also Real Positions. Wenn Sie jetzt schon die neue Variante haben und bei Ihnen bei Real Positions jetzt nicht nur die Werte zu XY dastehen, müsste ich Ihnen dann einmal zeigen, wie Sie das hier einstellen können. Hatte das, glaube ich, in einer der vergangenen Sitzungen schon mal erwähnt, dass es da die Möglichkeit gibt, hier bei Underlying oben über so ein kleines Symbol die Auswahl zu treffen. Also Sie sehen, die 230 sind genau identisch zu dem, was wir in der Matrix berechnet haben. Und da sollten in der Regel auch keine größeren Abweichungen auftreten. Wenn das der Fall ist, dann müssten wir dann im Detail mal nachschauen, ob das jetzt in irgendeiner Form etwas mit ja, Ihre Plattform zu tun hat oder ob es da in irgendeiner Form Probleme gibt. Wir können vielleicht ganz kurz noch ein weiteres Beispiel dazu machen. Hier sieht man auf jeden Fall, dass es genau die 230 sind, die auch die Differenz aus diesen zwei Werten darstellt. Und das zweite Beispiel, auch wenn es hier nur ein kleiner Spread ist, war der Call Spread auf AMAT. Ja, hier nimmt er immer für die Differenz oder für die Berechnung den letzten festgestellten Preis. Sie sehen jetzt, bei AMAT wäre es jetzt nicht korrekt. Das heißt, es müsste hier die Mitte vielleicht genommen werden. Also wenn ich das jetzt schließen wollte, wäre hier sicherlich die Möglichkeit, das zu 13 Cent zu schließen. Aber in der Matrix und in der Option Station Pro macht er das in der Regel, glaube ich, immer am letzten festgestellten Preis oder wenigstens dann am Ask. Also das sollte aber trotzdem dann identisch sein zu dem, was in der Matrix dargestellt ist. Also wir nehmen diese 17 Cent, sprich 100 Dollar Gewinn. Und hier, ja, nimmt es dann in dem Fall am Ask nicht den letzten Preis. 80 Dollar würde bedeuten, wir hätten jetzt hier einen Gewinn von 20 Dollar.
Und das sollte er identisch dann darstellen, auch in der Option Station bei Real Position Section. Und ja, da müssen wir hier eins machen. Wir haben noch den, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, wir haben hier noch unseren April-Call auf 24, der hat jetzt mit dieser Kombination nichts zu tun. Deswegen stehen jetzt auch hier 275. Den kann man natürlich nicht rausnehmen. Das ist natürlich ein kleines Problem bei diesen Beispielen. Ja, in dem Fall müssen wir mal kurz schauen, diese 20 Dollar plus die offene Position müsste jetzt trotzdem aber diese Summe ergeben. Also das ist natürlich jetzt nicht die Regel. Da haben wir 255. Ja, 255 plus 200, plus die 20 sind auch 275. Das ist natürlich jetzt selten der Fall, dass wir zu einer oder einer Aktie dann drei verschiedene Optionen offen haben. Deswegen lässt sich das hier nicht, sage ich mal, 1:1 nachvollziehen. Das kann ich Ihnen dann mal mit der anderen neuen Variante des neuen Updates zeigen. Dann sollte man das auch hier dann splitten können. Ansonsten kann ich das, wie gesagt, dann im späteren Tonschaltung Ihnen noch einmal mit darstellen. Hab's sonst ja vielleicht ein Beispiel. Das war jetzt nicht gerade das Optimale noch, die Position auf A, die wir letzte Woche eingegangen sind. Da sehen Sie der 200, der Mai-Call auf 40 mit 64 Dollar im Plus. Der verkaufte Call auf 47,50 und den letzten Preis hier nimmt mit 52 Dollar im Minus. Und wenn ich diesen Wert hier wähle, müssten jetzt 16 Dollar, glaube ich, dastehen. 12, kleinen frechen Fehler gemacht. 64 minus 52 sind hier in dem Fall 12 Dollar, genauso wie es anzeigt. Ja. Also da, wie gesagt, bei mir jetzt da keine größeren Unterschiede auftreten, müssten wir sonst wirklich schauen, ob da jetzt ein Problem bei ihrer Plattform besteht oder wo da irgendetwas hängt. Das sollte, wie gesagt, immer identisch sein und man muss sich hier nicht die Mühe machen, das schlussendlich dann mit der Matrix jedes Mal auszurechnen, sondern das sollte dementsprechend für diese Position dann auch hier dargestellt werden. Sie können immer überprüfen, ob das auch die zwei Positionen sind, die Sie hier offen haben, indem Sie hier auf das Plus gehen. Und wenn bei Ihnen im Bereich Real Positions dann etwas mehr angezeigt wird, kann man das Ganze durchaus dann mit diesem Feld, was oben bei Underlying rechts erscheint, noch einstellen. Das kann ich Ihnen, wie gesagt, noch einmal später zeigen. Prüfen Sie das erstmal, ob das in irgendeiner Form bei Ihnen jetzt ähnlich zu sehen ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mich dann auch gern mal bei Ihnen auf dem PC schalten. Ja, das soweit dazu. Dann noch eine andere Frage, die im Vorfeld kam. So, nochmal zu der Geschichte, was Long Call und Short Call und Long Put und Short Put anbelangt. Vielleicht einmal am Beispiel der Aktie. So, da müssen wir noch kurz den Strikepreis etwas ändern. Also das weiß dargestellte soll hier der Strikepreis bei 97,50 sein.
So, also wenn wir einen Long Call kaufen, können wir nur dann einmal bis zum Ablauf Gewinne erzielen, wenn bis zum Ablaufdatum der Strikepreis erreicht wird. Geht natürlich auch im Vorfeld schon, wenn die Aktie steigt und den Strikepreis erreichen, kann das natürlich auch sein, dass die Option da schon in den Gewinn kommt. Das ist immer eine Frage, die jetzt abhängig ist vom Rest der Laufzeit der Option. Aber zum Ende der Laufzeit, das kann man immer sagen, kann nur dann in Gewinn entstehen, wenn der Strikepreis erreicht ist. Also bei einem Long Call sind zwei entscheidende Faktoren wichtig. Wir haben einen begrenzten Verlust. Der Verlust begrenzt sich darauf, auf die Summe, die wir investiert haben, aber einen unbegrenzten Gewinn. Das können wir vielleicht an der Matrix ganz gut veranschaulichen. Das heißt, unser maximales Risiko, wenn wir die Position auf Pepsi nehmen, sind die investierten 368 Dollar, 370 um genau zu sein, wenn es auf Null fällt. Mehr kann man hier nicht verlieren. Wenn Pepsi jetzt aber, aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich jetzt alles nur fiktiv, in den nächsten Wochen auf, keine Ahnung, 120, 130 Dollar steigen würde, nach oben, sehen Sie, ist das Ganze unbegrenzt. Also man kann hier, das ist ja das Interessante an den Optionen, dementsprechend starke Gewinne realisieren, wenn die Aktie überproportional steigt. Das zum Long Call, ich denke, das ist auch die häufigste Form, die wir handeln. Das sollte, hoffe ich mal, jeden, der jetzt hier schon etwas länger eingeloggt ist, dann auch soweit verständlich sein. Und jetzt kommen wir mal zum Short Call, den wir ja so als einzelnes Produkt, will ich mal sagen, ja, fast gar nicht handeln, wenn dann nur Intraday mal am Freitag. Und da wir jetzt keine einzelne Position auf einen Short Call haben, nehme ich mal die Position hier auf A raus. Ist aus einer Kombination, aber nur um das jetzt hier mal zu verdeutlichen. Also A, der Call auf 47,50. Schauen wir uns die Aktie dazu noch an. Zum Beispiel etwas kleiner Zoom, die 47,50, Sie sehen, die ist jetzt weit vom aktuellen Preis entfernt. Liegt ungefähr hier. Das heißt, bei diesem Short Call können wir im Endeffekt, oder haben wir nur einen begrenzten Gewinn. Das ist jetzt genau die umgekehrte Richtung wie bei einem Long Call. Da haben wir einen begrenzten Verlust. Und hier haben wir einen begrenzten Gewinn, weil wir den Call verkauft haben, können wir nur das gewinnen, was wir hier verkauft haben, sprich nur diese 52 Cent. Heißt, Sie sehen, nach unten wären das jetzt maximal 208 Dollar, wenn das auf Null fällt. Auf der anderen Seite, deswegen handle ich das einzeln so gut wie gar nicht, ist der Verlust nach oben absolut unbegrenzt. Sollte A aus irgendwelchen Gründen jetzt ins Unermessliche steigen. Sie sehen, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Ausschnitt, können wir da weit über 1000, was weiß ich, 2000 Prozent in den Verlust gehen. Das ist halt hier das große Risiko bei den leer verkauften Calls. Auf der anderen Seite ist natürlich eins, das wird hier am Chart der Aktie, denke ich mal, etwas deutlich, dass wir hier, sage ich mal, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, je nachdem, was Sie für einen leer verkauften Call wählen, dass das Ganze ein Gewinn wird, weil es 47,50 ist weit entfernt, egal wie die Aktie sich bewegt, ob die jetzt ein bisschen steigt, ob sie seitwärts geht, ob sie stark fällt. Solange sie hier oben nicht zu dieser 47,50 bis zum Ablauf kommt, wird der leer verkaufte Call hier einen Gewinn bringen. Aber das geht man halt mit einem sehr hohen Risiko aus. Sollte es irgendeine Meldung geben über Nacht, sollte es hier gute Quartalszahlen geben, was auch immer, kann das mit einem großen Sprung natürlich einen sehr hohen Verlust bedeuten. Und das ist halt das große Risiko. Sie können hier, sage ich mal, ein, zwei Jahre stetige Gewinne einfahren. Wenn Ihnen ein größeres Missgeschick hier passiert, also sprich wirklich mal so ein Wert, wie wir es vielleicht bei Pharmafirmen sehen, die nun mal 60-70% steigen, dann kann Ihnen das ganze Depot mit so einer leerverkauften Optionen dann schlussendlich kaputt gehen. Deswegen ist das eine Variante, die wir hier in dieser Form auch selten wählen. Und da die Frage von kam, ob jetzt ein Short Call das gleiche ist wie ein Long Put,
Von der Richtung sage ich mal ja, also wenn man Short Call handelt, geht man jetzt davon aus, dass es nicht stark steigt. Aber im Gegensatz zu einem Put kann man bei einem Short Call auch von Seitwärtsbewegungen, von leichten Anstiegen profitieren, solange halt der Strikepreis nicht erreicht ist. Bei einem Long Put haben wir wieder das Gleiche, was wir gerade eben angesprochen haben, bei dem Long Call. Wir haben hier ein begrenztes Risiko. Das besteht nur darin, aus der Summe, die wir schlussendlich investiert haben. Können vielleicht hier auch ein praktisches Beispiel noch dazu durchführen. Und zwar der Wert, der heute die Quartalszahlen bringt, Texas Instrument. Ja, das sehen wir hier schlussendlich unseren Put. Das heißt, wir können hier nur diese 1000, was haben wir da, 1187 Dollar verlieren. Wenn der Wert jetzt heute mit den Quartalszahlen extrem negativ läuft, können wir natürlich nach oben in unbegrenzten Gewinn erzielen. Und um jetzt vielleicht den Unterschied kurz darzustellen, das ist hier noch unsere Position. Also bei unserem Put, den wir jetzt gehandelt haben, hier auf TXN, brauchen wir eine Bewegung, die natürlich in die gewünschte Richtung geht. Zum Ablauf ideal, das ist ja erst im April, unter diese 50-Dollar-Marke. Target hatten wir hier bei 49 eingezeichnet. Und wenn wir jetzt mal dagegen den Short Call stellen würden, also als Beispiel hätte hier bei Texas Instrument statt den Put zu kaufen, einen Call auf 55 Dollar verkauft, dann kann ich natürlich auch Gewinne erzielen, wenn das hier seitwärts geht, weil dann spielt der Zeitwertverlust, der sonst ja bei einem Long Call, einem Long Put unser Feind ist, für uns. Die Aktie, die Option wird jeden Tag etwas weniger wert. Dann muss ich nicht zwangsläufig nur Gewinne erzielen, wenn es nach unten geht. Dann kann man auch mit leichten Seitwärtsbewegungen, sag mal, über die Laufzeit gesehen, einen Gewinn erzielen. Klar ist aber auch hier, wenn es stark fällt, wird Ihr Long Call natürlich auch dann stark in die gewünschte, Ihr Short Call, Entschuldigung, in die gewünschte Richtung gehen. Aber auch hier sehr hohes Risiko mit einem begrenzten Gewinn, den man erzielen kann. Deswegen auch bei dem Short Call das Ganze halt mit einem sehr hohen Risiko, was wir hier als einzelne Position ja in der Form eigentlich nicht eingehen. So, den Short Put, ja, da können wir noch eins nehmen. Das ist jetzt die einzige Variante, die ich jetzt noch nicht hatte. Das war im Endeffekt das, was wir hier bei OXY durchgeführt haben. Gut, ich denke, das können wir dann, wenn ich die Kommentare hier richtig gedeutet habe, dann erstmal außen vor lassen.